Glück in Spindelten. Dankeschön. Wir sitzen jetzt gerade im Zug und fahren Richtung Stuttgart. Roger Federer spielt ja in Stuttgart und vielleicht ergibt sich die Chance, dass wir ihn treffen können. Und wenn wir ihn treffen, dann versuche ich ein Game gegen ihn zu spielen. Wenn man in Stuttgart am Bahnhof ankommt, ist wahrscheinlich der beste Ort, schnell auf den Turm zu gehen. Er ist recht hoch und man sieht über die ganze Stadt und er ist kostenlos. Kann man mal rundherum schauen und dann hat man gerade schon einen guten Überblick von der Stadt. Ja, das Essen war mega fein. Die Spätzle habe ich geliebt. Ich liebe, wenn es auf der Spätzle eine Tonne Käse hat. Das finde ich immer sehr fein. Jetzt gehen wir zum Hotel und dann ein bisschen Gepäck loswerden. Und nachher geht es das Turnier. Wir haben jetzt gerade so einen coolen Badge bekommen. Mit dem können wir jetzt an ganz viele spannende Orte hinter den Kulissen schauen. Oh, interessante Zeit. Ist nur etwas da hinter mir sehen der Players Desk und da können Spieler rangehen, wenn sie zum Beispiel einen Flug umbuchen wollen, ein Kaffee suchen oder sonst irgendetwas. Es gibt sogar einen Friseur, also wenn die Spieler ja zum Teil vom einen Turnier gerade ins andere reisen, hat es da einen Friseur, den sie gratis buchen können. Vorne ist gerade der Rotstuhl und jetzt der Tony Haas und er hat gewonnen, das heisst, er spielt morgen gegen den Roger. Ein paar hundert Meter eigentlich vom Tennisturnier weg und sind da im wunderschönen Park gelandet. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es seht, hat es noch einen höheren Turm und dort wollen wir schauen, ob wir ein paar schöne Abendbilder machen können. Der Turm steht wirklich nur auf 20 cm durchmesser. Schon ziehst du ein bisschen Höhenangst. Mega schöne Stimmung da. Am Schluss sind gut, wie fest es gewackelt. Nach unserem Hotel haben wir noch einen stylischen Asiat gefunden und ich hoffe jetzt das Nachtessen. Es war wirklich ein mega cooler Tag und jetzt gehen wir zurück in unser Hotel, das dort drinnen ist. Neuer Tag, neues Glück. Wir gehen jetzt am Roger ins Training schauen. Und vielleicht hat er ja dort ein paar Sekunden für uns Zeit. Mal schauen. Wir können in der zweiten Reihe hocken und vorne da darf niemand hin hocken. Und irgendwie so nervt man Roger zu sein, wie ich es unglaublich. Da, ich tue mal. Nicht sollen sein. Man hat es mir so mega angesehen, es hat mich grausam gemögen, dass er jetzt verloren hat. Aber Wimbledon kann ich ja immer noch gewinnen. Hab gefocht, dafür gehen Spindelten. Dankeschön. Das
Wir haben jetzt hier beim Ochsenwil zu Nacht gegessen und die Spezialität hier ist so Haxen. Ich habe noch nie so gute Haxen gegessen. Das war wirklich sensationell. So geschmacksintensiv. Göttlich. Hallo. Dankeschön. Ich sitze im Touribus und manchmal hat so ein Touribus wirklich einen Vorteil. Dann kann man wirklich auch dort aussteigen, wo man gerade Lust hat. Und ab und zu machen wir das. Tschüss, danke. Ich habe noch eine recht gemütliche Beachbar. Also mit der Kunde ist mega nahe vom Hauptbahnhof, also wirklich 100 Meter. Das ist noch recht cool. Ja, wir sind jetzt noch im Hans im Glück gewesen. Eigentlich haben wir lokal essen. Aber es ist heute ein Viertag und es hat praktisch alles zu gehabt. Wir sind extra noch ins Bohnenviertel gegangen. Hat eigentlich noch lässig ausgesehen, aber es war alles geschlossen. Die Stadtbibliothek, das ist eines der beliebtesten Fotomotive überhaupt. Instagram-Bibliothek wird sie manchmal auch genannt. Und da gehen wir jetzt zusammen reinschauen und sicher ein paar Fotos machen. Vielleicht posten wir dann auch etwas auf Instagram bei uns. Ja, die Bibliothek ist wirklich mega cool zum Fotografieren und auch eindrücklich wirklich zum Schauen, also unbedingt. Wenn wir mal hier in Stuttgart sind, unbedingt vorbeigehen. Stuttgart war ein mega geiler Städtetrip. Ich muss sagen, das Schönste habe ich gefunden, dass die Leute so mega nett waren und ja, alle mega herzlich durch die Bahn. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch, dann liken, dann teilen, macht uns einen riesen Gefallen, dann unterstützt uns so. Und hoffentlich bis gleich!